Hi, willkommen zurück zu Tales of Xillia. Beim letzten Mal muss ich ja sofort aufhören, als ich gesehen habe, wie cool unser Opa hier ist. Nämlich so, und ihr merkt es schon, mittlerweile sind sie alle arschcool hier. Vor allem Elise. Elise ist die coolste von allen. So, wir spielen jetzt hier nicht mehr Tales of Xillia, das ist jetzt hier CSI Miami und alle sind Horatio Check out my new Kane. fashion. Meine Doesn't it look Fresse. good on me? Well. I didn't realize you were so into fashion. Wir sehen alle geil aus. Cocktailkleid? Was? Ja, ich kämpfe in einem Cocktailkleid. Oh, das gibt so richtig schön Schutz. Ah, ich hab's doch wohl selber nicht. Gut. Materialien schenken. Fisch. Auf den Tisch. Nun halt ein Fisch. So saftig süß. Zack. Level plus Silberhelm. Katzenhaarreif. Und Rabatt, Rabatt. Rabatti, Rabatti. Gut. Langmantel, Sprintpanzer. Was bringt das denn hier alles? Silberhelm? Cocktailkleid? Ach so, für sie ist das. Na gut. Ich möchte jetzt aber erstmal Mila hier. Ja, das ist cool. Ja, ist in Ordnung. Mach. Ist cool. So, und dem Opa auch. Das ist alles irgendwie so automatisch. So, Bruce, shoot. Jo. Dann ist unser Geld auch gleich wieder weg. Kennen wir ja schon, ne? Guck mal hier, schön, alles weg. Alles weg, fuck. Ja, aber dafür haben wir immer noch die Möglichkeit, unsere alten Sachen zu verkaufen. Nochmal, aber ich weiß nicht warum. Das ist auch so eine dämliche Angewohnheit von mir. Ich möchte eigentlich immer alles behalten, was wir so haben. Ganz egal, ob es uns was bringt oder nicht. Es bringt überhaupt nichts, die alten Sachen zu behalten, aber ich mag das eben. Ich weiß auch nicht warum. Das ist grausam. So, Silberhelm kann ich mir dreimal leisten. Ja. Alle ausrüsten. 309 Erweiterungspunkte. So, jetzt sind wir hier richtige Tanks. Das liegt einfach nur daran, weil wir jetzt so eine arschcoole Sonnenbrille haben. Jawohl, ja. Gut. Ich glaube, jetzt müssen wir. Können wir das schon abgeben hier? Ich glaube ja. Oh, sieht aus, als hättet ihr Rahmen schwarze Federn gefunden. Ich nehme sie euch gerne ab. Wollt ihr die gegen Objekte eintauschen? Ja. In Ordnung, was soll's sein? Alter, ihr habt keine Ahnung. Sag mal, das ist aber jetzt keine gute Quote, ne? Ich nehme mal Hörner eines Einhorns. 20 Federn gegen ein Horn eines Einhorns. Sag mal, habt ihr Lack gesoffen, oder was? Starke heilende Kräfte. So, jetzt muss ich mal gucken. So, was ist jetzt, wenn ich das. Nee, ich habe ja hier direkt nebenan meinen Laden. Moin. Erweitern. Braucht irgendjemand das? Ja. Materialien schenken. Aha. Horn eines Einhorns. Punkte. Habt ihr das gesehen? Alter. Ich will nichts gesagt haben. Super Investition. Können wir so lassen. Steht aber vorher dran, wie viele Punkte das gibt. Ja, ich tausche. Blaue Salbei. Nee. Steht es nicht. Iolit-Erz ist wahrscheinlich richtig heftig. Aber dafür haben wir noch nicht genug. Ich kann es ja mal ein bisschen farmen, so nachher Offcam und so weiter. Es sind 5 Level gewesen, ne? Mit einem Einhornhorn. Einhornhorn. Yo, dog! How do you like Einhornhorn? So, we put a Einhornhorn into a Einhornhorn und haben Einhorn voll Met. Gut, wo müssen wir denn jetzt lang? Sapstraps, Seehafen, Tiefwald. Tiefwald westlicher Bereich. Da oben links waren wir noch nicht. Habe ich mich noch nicht getraut, glaube ich. Weil ich da gelevelt habe und nicht einfach so neue Sachen triggern wollte. Also jetzt nicht sowas von wegen, ja, du bist ja jetzt im neuen Bereich, ich muss jetzt eine Karte ziehen, komm. Und was ist das für ein Schwein hier? Das versucht mich anzugreifen. Nur mal Ball flach halten hier, Junge. Meine Güte. Wilder Eber. Die kommen sowieso nicht gegen unsere Coolness an. Schaut uns doch mal an. Die sind alle arschcool. Wir haben die Sonnenbrillen des Jahrtausends. Die sind die Supergang. Die sind wirklich cool. Schaut euch die Leute mal an. Oh ja. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Scheiße. Was?
Eine Streife. Nein. Doch. Scheiße. Bester Filmdialog ever. 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 Nie wieder erreicht worden. Obwohl, es gibt ja Leute, die finden das doof. Und die sagen dann, hä, hast du das gerade gehört, was sie da erzählt haben? Und ich sage dann, ja, ich habe gehört, was sie gerade gesagt haben. Ja, die voll doof, oder? Nein, nicht voll doof. Arschcool. Ja. Und die hier können uns sowieso nichts mehr. Die auf der anderen Seite waren schon ein bisschen heftiger drauf. Aber hier ist es einfach nur... Das ist lustig. Und wenn man so ein Handshake mit so einem Opa mit Sonnenbrille macht, dann fühlt man sich auch gerade ziemlich cool, kann das sein? Wildvogelei, ja, diese rabenschwarzen Federn gibt es in diesem Bereich nicht. Ich überlege aber gerade, haben wir die auch bei diesen Monstern gekriegt oder ist das einfach nur... Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Sepstrath, Höhlenstraße, Kumafahrt, bla. Ja, wir müssen ja sowieso noch so ein paar Sachen hier erledigen. Glaube ich. Kampfverbündete. What? Ja, moin. Mach einfach mal 20 von den Viechern hier hin. Nee, ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Naja, keiner sagen, dass wir feige sind. Wir ziehen das durch. Ist nicht so hier an Silvester einbrechen. Nee, das machen wir nicht. Das ist ja feige. So ein CS-Gas in der Fresse. Das gibt es bei uns nicht. Oh. Na, das hat alles nicht so gut funktioniert. Ich glaube, ich sollte einfach mal die Heilung hier aus meinem Schema rausnehmen, weil brauche ich eh nicht. Und wenn irgendjemand heilen kann, dann ist es Alwyn. Das reicht. Schaut mal. 68 Erfahrungspunkte. Das ist ja für Kampfverbündeter. Wenn du einen Feind berührst, um einen Kampf zu beginnen und ein anderer Feind in der Nähe ist, beteiligt sich seine Fraktion ebenfalls am Kampf. Pass auf, wo sich die Feinde auf dem Feld befinden. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Kriegen wir ja noch mehr Ärger hier. Das ist schön. Dass er nie Probleme mit den Kniescheiben kriegt, ne? Wenn er sich überall so fallen lässt. So. Nur ihn lassen, ne? Was ist das denn dein? Ach so, ein Vogel. Ich habe gerade gedacht, ist da ein Drache oder was? Will der Ärger haben? Ist einfach ein Drache in meinem Wald. Hör nicht an ihn. Das geht nicht. Bong, bong, bong. Guckt euch mal diesen Habicht an hier. Und... Ende. Hast du schon mal ein Schwein ersoffen? Nein, ich habe noch nie ein Schwein runtergetaucht, bis es nicht mehr konnte. Nein, habe ich noch nicht gemacht. Das überlege ich aber gerade mal. Es führt uns überhaupt nicht weiter, wenn wir hier sind, ne? Boah. Die können uns ja wirklich nicht mehr gefährlich werden hier. Zack. So. Okay. Das ist mir jetzt ein bisschen zu einfach. Ich möchte jetzt aber mal ganz kurz was essen. Ah, das ist mir... Nee. Das will ich nicht. Ich will mehr Geld. Ja, ich bin ein kleines kapitalistisches Schwein in diesem Spiel, aber das ist normal. Wir wissen ja, wie wenig Kohle wir hier kriegen. Guck mal, hier haben schwarze Federn wieder. Die horte ich. Das sind alles meine. Nur aus dem Grund, weil sie ordentlich gut getauscht werden können. Na, das mit dem Einhorn, das hat mich ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Was ist da denn los? Er sieht so ein bisschen wichtig aus, ne? Seht ihr das genauso? Das ist ein Elfenkreis. Na. Hallo! Die Gang! Fangen wir mal so an. Euch ist klar, dass wir Sonnenbrillen tragen, ne? Habt ihr gemerkt, ne? Ich glaube, das hätten wir mal vorher machen müssen hier. Power-Treffer und was nicht alles. Guck mal, das war ein Endgegner. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Gibt's eigentlich irgendwo Infos, wie alt die Leute hier sind? Hab ich gesehen, der ist jetzt auf Krawall. Nein, du darfst nicht helfen, Tipo. Du bist ein nerviger, kleiner Wolfsroll. Deswegen mag ich ihn. Das tut mir auch ein bisschen leid. Tipo, Tipo, Tipo!
Ich finde uns einfach nur klasse mit diesen Sonnenbrillen. Die sind. Oh, die sind einfach nur. Oh, Sonnenbrillen, Mann. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Krieger-Emblem. Jawohl. Um 5% irgendwas erhöht. Das sieht zwar wenig aus, aber wenn man mal überlegt, wie viel Damage wir machen, das ist schon eine Menge. 5%. Sag mal. Rennt er mir einfach in den Rücken rein, der dämliche Falke, ne? Ist das... Ich weiß auch gerade nicht. Ich glaube, ja, es ist so, ne? Die hauen auch irgendwann mal von uns ab, wenn wir zu stark sind. Aber momentan geht das ja noch. Bong. Ah, diese Attacke mag ich jetzt nicht so wirklich. Bong. Bringt uns hier überhaupt nichts. Das ist alles nur ein Kinkerlitzchen hier. Hm. Aber wir haben zumindest die Quest erledigt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sie abgeben müssen. Hier sind ein paar Monster im Wald, ne? Kümmert euch mal drum. Hier ist aber auch alles voller Löcher. Alles. Überall kann man nochmal wieder reinkriechen irgendwo. Dann ist da wieder eine Schatzkiste, wo irgendwelche Piraten ihr Basilikum verstecken. Das ist normal. Die machen das immer. Basilikum versteckt man gerne in einer Schatzkiste in einer Höhle. Basilikum ist nämlich sehr wertvoll. Ach ja. No. No. Guck mal hier. Immer diese Fights. Aber zumindest ein bisschen Action geladen. Das finde ich gut. Also nicht so wie bei Ni No Kuni, wo man einfach mal X gedrückt hat und dann macht Esther wieder Blödsinn. Nein, hier ist alles sinnvoll. Intuitiv. Gut gemacht. Macht auch Spaß, das Kampfsystem. Also, ich habe mich bis jetzt nie beschweren können, dass Leveln hier überhaupt keinen Spaß macht. Das ist auch wichtig. Wenn das so ein bisschen motiviert, das ist schön. Weil man normalerweise auch keine Lust auf Leveln hat. Meistens. So RPGs. Dann denkt man irgendwann, ach komm, jetzt ist aber auch egal. Und dann steht man da vom letzten Endgegner und kriegt dann einen auf den Schnüffel und fragt sich dann warum. Ja, zu wenig gelevelt. Sind wir bei Final Fantasy 7. Ein schönes Spiel, habe ich mir sagen lassen, weil ich es noch nie gespielt habe. Aber das ist auch so, dass du da wieder 100 Jahre... Genauso Golden Sun. Der hat mir auch am Anfang das Kampfsystem riesig viel Spaß gemacht, weil... Weil es absolut neu und innovativ war, war schön. Aber wenn man da vor dem letzten Endgegner steht und so seine Charaktere von Level 30 auf 70 leveln muss, ne? Dann hat man aber auch schon mal wieder eine Aufgabe vor sich. Und da hat man so nach 10 Leveln auch keinen Bock mehr. Zumindest ging es mir so. Ich habe es dann irgendwann durchgespielt, aber... Schönes war anderes. Das war ja noch damals richtig auf dem GBA. Nicht so von wegen Emulator und so vorspulen oder irgendwelche Codes benutzt, dass man mehr Experience kriegt. Nein, da wurde noch ehrlich gearbeitet. Kennen wir heutzutage gar nicht mehr, ne? Zum Beispiel habe ich jetzt wieder Baldur's Gate 2 angefangen. Und diesmal ohne Cheats. Früher so als Elfjähriger gekommen. Hast ja keine Ahnung davon gehabt und ich habe sowieso keine Ahnung vom Regelwerk von Dungeons and Dragons und werde ich da immer regelmäßig zerfleischt, weil ich keine Ahnung von den Rettungswürfen habe und das heißt auf Englisch ganz anders als auf Deutsch und schwer. Das ist schon First World Problems, ne? Ich kann nicht Dungeons and Dragons spielen. Ja, vielleicht soll ich mal ein bisschen mehr nerdy werden. Ja, daran liegt's. Tja, hier ist bestimmt wieder so ein... Habe ich da schon reingeguckt? Hallo? Ach ja. Also, dass sie hier knausern, kannst du hier wirklich nicht vorwerfen. So. Die haben wir jetzt alles gemacht, ne? Dann können wir wieder hier rauf. Aber wo müssen wir denn dann hin? Mal ehrlich. Ich bin gerade ein bisschen... Sapstraff. Ach komm, jetzt gucken wir mal hier. Verliese, sonstige. Na da, die Fahrt, Thalys Höhlenstraße. Ja. Nein. Wieso bin ich eigentlich so doof? Bibliothek, Ereignisliste. Kulmerfall. Bermia-Schlucht. Ja, ist er hier irgendwo? Nee, oder? Aber wir können ja da mal hin. Da waren wir noch nicht. Wenn wir jetzt einfach hier links runtergehen und dann rauf und dann... Oder bin ich jetzt gerade völlig... Ich glaube, ich bin gerade völlig. Kann das sein? Da waren wir doch noch nicht. Sapstraff Seehafen.
Sheridan, östlicher Markt, doch, da waren wir überall schon. Obwohl, waren wir in diesem Seehaft schon? Mir war so, als wären wir davor. Ach so, ah ja, jetzt verstehe ich. Ja, da waren wir schon, aber da konnten wir nicht lang, weil diese komische Patrouille da war. Und deswegen mussten wir den ultra wilden Umweg durch den Wald des Schreckens nehmen. Macht keinen Spaß. Ist jetzt auch nicht sowas, wo man seine Familie mit auf den Ausflug nehmen kann. Weil, ultra gefährlich. Ja. Overall ready? Das frage ich mich auch gerade. Dann gehen wir nochmal zurück nach Sheridan. Da geht's so hier lang, ne? Hier so rechts und dann dran vorbei und dann haben wir's. Man merkt übrigens, dass ich hier ein bisschen gelevelt habe, weil hier alles abgegrast ist. Müsste ich normalerweise immer machen, aber ihr kennt mich. Ihr kennt es doch. Erst will man das eine und dann will man wieder dasselbe und dann... Okay, dann machen wir das mal hier so rum. Talis Höhenstraße. Kulmerfahrt, warum bin ich denn nicht einfach mal da hingegangen? Können wir das nicht mal jemand erklären? Warum mache ich es nicht einfach mal? Warum gehe ich einfach nicht mal dahin? Ja, ja. Habe ich jetzt so ein rosa Dingsbums mit? Hey, have you ever seen anyone who looks like me? Lo, a talking doll. It's just like the other ones I saw. Where did you see them? A toy merchant was selling them here not too long ago. Where can we see this person? I don't think he's here anymore. Nah. He said he was going to some sea haven next. Do you remember which one? Yeah? This is sure taking a lot of time. Oh, that's it. It was a lot of Sea Haven. Can't say I recognize that. Oh, wait. You mean a lot of Sea Haven? Well, hey, nice work, me. Gosh, I'm so jealous. I wish my parents had bought me one of those. No. Tebow's not for sale. Ja, zum Glück nicht. Obwohl, warum verkaufen wir diesen schreienden Bettvorleger nicht einfach mal? Warum nicht? So, schauen wir mal. Hier mal 3 ist eigentlich ein sehr, sehr guter Bonus, ne? Stell mal vor, ich hätte jetzt mein Horn des Einhorns noch, ne? Dann wäre aber hier was los. Den pushen wir mal auf Level 18. Zitronengummi, Mischgummi, Apfel, Sirup, Bier, Schnaps, Knoppers, alles. So, du. Nehmen wir nochmal das hier und das hier. Ach, ich mache das am besten alles so weit nach oben, wie ich kann. Aber das Problem bei der Sache ist, dass wir momentan nicht wirklich was draus machen können. Wir haben ja jetzt nicht wirklich viel Geld. Naja, gibt Schlimmeres, glaube ich. So, Waffenladen auf Level 31. Hofstab, Degen. Da möchte ich jetzt aber mal, nur damit ich es weiß, hingehen. Ja, nur damit ich weiß, was los ist. Also, das nicht. Da, guck mal, was wir hier alles so haben. Ja, gibt uns knapp 90 mehr, ne? Fluchbrecher, ja, ist auch knapp 90. Das ist schon... Das sind alles nicht so wirklich Investitionen, von denen ich sagen würde, ja, die müssen jetzt unbedingt getätigt werden, ne? Ja, würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich level noch ein bisschen und beweise meine Coolness mit diesen arschgeilen Sonnenbrillen. Bis dann, Freunde. Tschüss.